Auf eins macht sie. Auf eins macht sie. Und zwei das geht. Und zwei das geht. Und drei macht drei. Und drei macht drei. So bist du drei. So bist du reich. Dann die vier. Für die vier. Aus fünf und sechs. Aus fünf und sechs. So sagt die Hex. So sagt die Hex. Mach sieben und acht. Mach sieben und acht. So ist voll dran. So ist voll acht. Und neun ist eins. Und neun ist eins. Und zehn ist keins. Zehn ist keins. Das ist das Hexen einmal eins. Sandte sein Gott keine Blitze gegen das Unrecht. Munter flackerte das Feuer. Der Pöbel musste manchmal husten zwischen zwei Lachen. So qualmte Giordano oder Grandier. Neben seinem Scheiterhaufen sonnte sich Richelieu. 14 Nonnen mit Klistierspritzen garniert, wälzten sich vor Wollust und Gier. Und das christliche Abendland sang befriedigt nach weiteren guten Tagen. Was hat dieser Ketzer mit uns zu tun? Flötet unser Jahrhundert. Doch 300 Jahre später konnte ein gewisser Trotzki, angeklagt der Unzucht mit der Freiheit, das Haupt vom Dom in Bayern schon gespalten. 300 Jahre später konnte dieser Trotzki die Menschheit nur noch um Vergebung bitten für seinen Henker. Sklaven der freien Welt. Oder 6 Millionen Juden, für wahr eine Heerschar von Hexern, zum Adalas geprügelt für die Reinheit des Blutes. Schrecklich, schrecklich. Und die Mönche der Demokratie wedeln Verzeihung, Herrschung mit der Rute und siehe, der Freigeist geht um. Alle sind aufgeklärt, doch wer weiß Bescheid. Heute hasst man Modernen. Die Angst ist die Flamme unserer Zeit und die wird fleißig geschürt. Sie verbrennen dich mit ihren Zungen und ihrer Ignoranz. Dicke, freundliche Herren bitten per Television zur Jagd. Tausende zum Feindbild verdammt, halten sich fürs Exil bereit. Die Schlupfwinkel werden knapp, Freunde. Höchste Zeit, aufzustehen. Immer noch werden Hexen verbrannt auf den Scheitel.